Hallo, ich wünsche dir ein richtig, richtig gutes neues Jahr 2019. Nimm dir viel vor, aber denk dran, dass du das dann auch versuchst umzusetzen. Ich mache es seit vielen Jahren so, dass ich meine Ziele aufschreibe. Das kann auch während des Jahres sein, aber so Anfang des Jahres macht es eben nochmal einen besonderen Sinn, sich aufzuschreiben, was man in diesem Jahr als Ziel erreichen möchte. Das können finanzielle Dinge sein, aber es können eben auch Dinge sein, die mit Geld überhaupt nichts zu tun haben. Und das sollte man sich dann irgendwo da hinlegen oder hinstellen, vielleicht sogar an die Wand hängen, an eine Pinnwand, wo man ab und zu drauf sieht, um drüber nachzudenken, was kann ich denn heute tun, um mein Ziel zu erreichen. Das ist wesentlich besser, als irgendwelche Vorsätze zu ergreifen und man lässt das dann schludern. Ne? Man meldet sich unbedingt im Fitnessstudio an, geht dann einen Monat hin und dann wird es immer weniger, weil heute regnet es und heute habe ich Bauchschmerzen und heute habe ich gar keine Zeit. Und zwei Dinge möchte ich euch besonders mit auf den Weg geben. Das passt eben jetzt gut zu unserem Datum. Es könnte an jedem anderen Tag, aber auch von mir angesehen und in die Tat umgesetzt werden. Wir legen ab heute jeder Bestellung zwei Postkarten mit dazu, um das ein bisschen zu unterstützen. Das erste Wort heißt Danke. Wenn ihr diese Karte im Paket seht, werdet ihr wahrscheinlich denken, ich bedanke mich für die Bestellung. Natürlich mache ich das auch und freue mich, dass du jetzt beim Make-up Coach bestellt hast. Aber dieses Danke hat noch einen ganz anderen Sinn, weil stellt euch die tatsächlich irgendwo hin, was weiß ich, im Badezimmer, dass man es bei jedem Händewaschen sehen kann. Danke. Bedanke dich jeden Tag für Dinge, die passieren. Dass Strom aus der Steckdose kommt und das Wasser aus dem Hahn kommt. Jetzt greift sich der ein oder andere Kopf und sagt, das sind nur ganz normale Dinge. Ja, für uns sind sie normal. Aber was muss alles da sein, um das möglich zu machen? Wir machen das ja nicht selber, wir bezahlen das nur. Danke für ein kleines Blümchen, was man am Wegesrand sieht. Danke für ein Lächeln. Und wenn man anfängt, sich für viele Dinge zu bedanken, macht sich das Unterbewusstsein auch wieder Gedanken, wie könnte ich dem anderen eine Freude bereiten? Zum Beispiel auch mit einem Lächeln. Und vielleicht nimmt mein Gegenüber das sogar dankend an. Also das Wort Danke ist unglaublich wichtig. Und damit ihr daran denkt, habe ich das als Postkarte für euch drucken lassen, damit ihr immer wieder dran erinnert werdet. Also Danke ist unglaublich wichtig, auch für das Glück, damit das Glück weiß, aha, dieser Mensch ist es wert, dass ich dem das und das schicke, weil der weiß, sich zu bedanken. Wenn einer immer nur über irgendwas motzt und meckert, warum soll das Glück da dann auch noch Geschenke hinschicken? Dann der Begriff Ich werde. Ich werde ist was ganz anderes als ich möchte oder ich will. Ich werde ist eine Aufforderung an uns selbst, was wir umsetzen sollten. Ich werde heute. Da könnt ihr euch zum Beispiel kleine Zettelchen machen und die daneben hängen. So kleine Post-its, ne, was man alles so machen kann. Ich werde das und das, ich werde das und das. Wie so eine kleine To-Do-Liste. Also diese beiden Karten liegen eurer Bestellung ab heute mit dazu. Ich habe 10.000 machen lassen, das reicht eine ganze Weile. Und das ist die Erklärung, warum liegen die im Paket. Weil ich mache mir ja so viele Gedanken ringsrum. Ich möchte nicht nur einfach Produkte verkaufen, sondern die Produkte sind ja Problemlöser. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, was verbessern zu wollen im Gesicht, wir wollen einfach schöner für uns selber aussehen, dann biete ich diese Problemlöser an. Aber ich möchte euch das Gesamtpaket jederzeit neu und neu und neu präsentieren, die Sache jeden Tag wieder neu erfinden, damit das Leben einfach schöner wird und flockiger und luftiger. Und deshalb biete ich euch diese kleinen Hilfestellungen an, wie zum Beispiel jetzt mit diesen Karten. Also alles, alles Gute und viel Kraft, dass ihr das Jahr 2019 positiv für euch stemmen könnt. Ich sage Danke und ich werde mich bemühen, meine Sache für euch
noch besser zu machen. Ist das was für 2019? Setzt euch hin und schreibt eure Ziele auf und wie ihr sie umsetzt. Bis dann. Tschüss.